Hallo und willkommen zurück bei Minecraft Let's Build Together gemeinsam mit der Tibra im Norden Hallo, und Anduin im dem Anduin Süden. im Süden. Genau. Ja, ich mache mein Vorplatzl weiter mit Brücke, Teich und so weiter. Und du werkst an deinem südlichen Ende. Ich werke gerade am südlichen Ende, genau an der Hausfassade. Beziehungsweise am Kellergeschoss eigentlich, der Okay. Verzierung. Zwei, drei und zähle gerade wieder mal. Was zählst Ich stecke mir da mit der Wolle gerade ab, wo ungefähr die Ecktürme sein werden auf der Seite. Dass ich okay. ungefähr weiß, wie weit ich mit der Fassade rauskomme. Ohne dass er in den Eckturm rein kollidiere. Ja, wir haben jetzt kurz in der Pause besprochen, wie es weitergeht auf der Seite, weil ich momentan ein wenig gestockt habe, wie ich da rausgezoomt bin, also rausgeflogen bin. Wenn man das so etwas orientalisch gewirkt hat, das Ganze, was ich da gebaut habe, und das wollte ich eigentlich im Warenlager nicht, aber die Tibra hat einen guten Einfall gehabt und das versuchen wir jetzt umzusetzen. Sprich, wir Ja. werden da an der Front jetzt Steinsäulen vorziehen. Genau. So. Dazu bauen wir uns. Ich mache da noch mein Brückchen, dann fange ich an, den Teich einzufassen. Okay. Damit ich weiß, wo ich meine Riesenamphore hinbastle. Okay. Ist das jetzt fixiert mit der Für ich habe Amphore? das für mich fixiert. Das wird noch ein bisschen Sehr ein schön. Überlegen. Na, ich glaube, das wird mir auch sehr gut gefallen. Okay. Ich werde mich dahinter klemmen. Und ich glaube, das kann man ganz gut ins Gelände eben reinbasteln. Ja, Ja. sicher. Wenn man es kann, gell? Das wird sicher super. Ich werde mich bemühen. So, mit der Brücke bin ich fast fertig. Ein paar Elemente habe ich noch ausgetauscht, damit ein bisschen Leben reinkommt. Ja, unter Konstruktion werde ich das alles hoppla, mit Säulen abstützen. Brücke. So mit so Bögen und Säulen. Okay. Ja. Die kleine, was über den Teich drüber geht, oder? Ja, genau die. Glaubst du, dass die so groß wird, dass sie dazwischen Brückenpfeiler braucht? Okay, ich habe Ich das würde die schwebend Standbild. lassen, dass sie einfach auf beiden Seiten halt an den Platten Naja, wie du meinst. dranhängt. Kann man ja noch immer ändern, aber vom Gebäude weg. Das Vorplatzerl schwebt ja jetzt auch. Ach so, ja. Das Das sollte. glaube ich wäre okay, wenn ich das Ja, genau, da könntest du dann abstütze. von der Fassade, also von der Kellerfassade, die man da unten sieht, mit Säulen abstützen, mit großen. Ja. Ja, genau. Das ist eine gute Oh. Oder ist das schöner? Das ist schöner. Ich lasse es jetzt mal. Gut. Ja, da muss ich dann noch einiges an Firlefanz dazu basteln. Gut, jetzt stecke ich mir mal mit hellblauer Wolle den Teich ab. Damit ich ungefähr weiß, wo was hinkommt. Auf jeden Fall fließt das dann hier rüber. Das sickert dann hier in der Decke von der Wolke, glaube ich. Guter Plan.
Säulen werden wir. Die werden wir. Farbtupfer sind ja schon gesetzt. Das hier dieser Höhe. Okay, weiter geht's dann in dieser Höhe. Dazu braucht man den Steinziegel. Ups, und wieder Muss mal man gleich runterfallen. das Falsche. Dann braucht man den da. Okay, das fällt dann Dann wollen wir noch noch den da. nicht. Geht hier noch gerade weiter. Gerade Und massive Themen mit Standbild und da geht es dann runter. ja, das ist, wenn man Warnlager rein, raus fliegt, also in die Nähe des Warnlagers und etwas weiter weg, dann ist das schon aufgefallen, Genau. das ist bei mir. Okay. Du, ich werde die Wolke ein bisschen modellieren. Ist ja okay, gell? Ja, kannst du Ja, ja. gerne ein bisschen herumwirken dran. Das soll dann darüber noch gehen. Also Schnee kann man auch übereinander setzen, so Schneehäubchen, weil die Schneeauflagen da unterschiedlich stark sind. Das habe ich nicht gewusst, das ist neu. Na, schau das mal an. Ja, stimmt. Ja, da schneibt's auf eine Schicht nur mit drauf und dann wird's okay. Also, Das wäre mir früher noch nicht aufgefallen. Vielleicht haben mir sie auch das nicht. bei 1.8 oder so. Unser Server läuft ja und unser Client noch immer auf 1.8. Also der Server auf 1.8.8 und übers Forge. Was wir im Client verwenden, sind wir, glaube ich, momentan auch auf 1.8.8. Na, da dürften sie irgendwas geändert haben, weil ich glaube, bei 1.7 war das noch nicht. Okay. Ist ja witzig. Ja, unser Deko werkt im Hintergrund. Jetzt habe ich es, glaube ich, bei mir auch quer da. Da geht's wieder rüber. Ein kleines Teichlein. So aufpassen, dass ich nicht in andere in seine Säule reinkomme. Der Turm. Ja, in den Turm. Säule, sorry. Na, passt schon. Gott immer. Das hätten wir. Mir gerade Jetzt brauche ich überlegt, hier noch eine Quelle. welche Säule du meinst. Und da bin ich Ach, zum hier Schluss noch. gekommen. Es kann nur mehr rote Wolle sein für den Turm. Okay. Bitte. Auch hier noch eine Quelle. Es ist egal, wie ich es mache in dieser Zeile da, es ist immer um ein paar Block zu wenig. Ständig bin ich am Inventar rausnehmen, Inventar reinlegen. So geht es ja nicht anders wie mir. So, Anduin, ich werde mir jetzt. Na, ich schaue mir von dir nichts ab, ich bastle was Eigenes für meine Brücke. Stehe dich da, was abzuschauen. Genau, ups. Bastle was So. Eigenes. Aha. Eins, zwei, drei. Noch dann das hier. Ja. Und dann machen wir das hier. Okay. Es ist zu niedrig.
Dann gehen wir noch einmal drei runter. Eins, Ah, zwei, da bin drei. ich aber jetzt, glaube ich, Das um eins hier. zu tief. Da sind wir um eines zu tief. Das. Besser. Das stimmt, aber da müssen wir eins höher. So. Ups, das bleibt. Das schlagen wir nicht weg. Allen, ui, na, das schaut aus. Uiui. Ja, furchtbar. Muss ich unbedingt auflockern, das Ganze. Huch, mache ich dann das? Jeden Fall. Oh, das einmal dazu. Die schwebenden Lichter sind Käse. Sehr dünne Säule, oder? Was meinen die Zuseher? Sehr dünne Säule. Ich schaue mir gerade mein Säulenwerk an, was ich da gebaut habe. Das ist aber viel zu dünn. Viel, viel zu dünn. Da müssen Okay. wir auf alle Fälle breiter werden. Da müssen wir auf alle Fälle breiter. Das. Gut. Aha. Heißt natürlich, dass da ist alles irrelevant. Da setzen wir noch eins drauf. Wir setzen immer eins drauf. Das ist Ja, cool. genau. Tibra setzt immer eines noch drauf. Genau. Musst du immer eins Was draufsetzen? habe ich da genommen? Ich habe eine Quarztreppe genommen, die schaut aber irgendwie anders aus. Die schaut aus wie Schnee. Von der Struktur her. Okay. Ja. Ah, könnte es sein, dass sie die bei verschiedenen Biomen verändert? Ah, das kann sein, Weil weil das funktioniert ja noch immer im Texturpack. ja, auf einer Seite passt es nicht, auf der anderen Seite ist dann der Quarz. Also das ist total unterschiedlich. Okay. Irgendwie ärgerlich, muss ich ehrlich gestehen. Wobei ich dann hier schon überlege, ob ich da nicht Wir das können, Material wechsle. du kannst aber das Biom verändern, glaube ich. Müsste man nachschauen dann. Ja, Aber das werde ich mir bei mit World Gelegenheit Edit ansehen. müsstest das Biom verändern können von jedem einzelnen Block. Okay. Werde ich mir auf jeden Fall ansehen. Okay, wieder Standbild. Kann damit leben. Ja, ich hab das auch, sobald ich rausfliege, kriege ich dazwischen bei einem Abstand ein Standbild. Wenn ich an der Nähe bin, geht's, da kann ich mich fließend bewegen, mir das Warnlager anschauen, aber sobald ich ein Stückchen rausfliege, ist wahrscheinlich der Aufbau der hinteren Reihen oder so, wenn er da irgendwas berechnen muss. Ja. Weil das halt irre viele Items sind. Aber wie gesagt, wird auf alle Fälle besser werden, sobald die Hausfassade da ist. Ich hoffe so. Ah, das wird jetzt auch so gemacht. So, das passt jetzt nicht mehr. Das geht wieder das andere. Ist das jetzt so? Gut. Schnee.
Hier. Ah ja, da fällt mir noch was ein. Damit das Ganze besser, schöner wird. Gut, diese ziehen wir durch und die unterste Schicht einfach mit diesem gemeißelten oder was das ist, tauschen. Ja, die Säule gefällt mir jetzt. Die schaut jetzt wesentlich besser aus. So. Gut. Schauen wir mal. Wie war das auf der anderen Seite? Vergiss es immer wieder, Was denn? wie die andere Seite aussieht. Okay, die sollen doch runtergezogen und eine Zierleiste. Und da die mittlere auch eine Zierleiste. Naja, hab's. Ich glaube, ich hab's. Okay. Also, ich hab's im Kopf. Sagen. So. Und ich guck so und guck Ja, so. zack. Jetzt habe ich auch wieder Standbild. Immer beim Rausfliegen ein bisschen. Zack. Jetzt ist es wieder flüssig. Da landet irgendwas nach Ups. vor dem Warenlager. Ich würde mal sagen, das würde mir so gefallen. Ja, gut. Mach jetzt mal mein kleines Teichlein, damit man sich schon ein bisschen was vorstellen kann. Ganz ist man ja noch nicht drüben. Standbild, Standbild, Standbild. So, dann, ui, wird nämlich die Blöcke rausgeschmissen. Falsche Taste. Wir brauchen die Holzaxt. Und wir markieren mal wieder einmal hier. Das jetzt einfach. Ach, da werde ich Stufen machen, das ist cool. Ich habe eine weitere Idee. Und einmal hier. Und dann bräuchten wir Setstone Brick. Sips, und da ist sie schon, unsere Platte. Ups. Stimmt das? 1, 2, 3, genau. 1, 2, 3. Da kommt eins rein.
Lassen wir den Mittelteil so oder machen wir da nur Unterbrechung rein? Wie viel hätten wir denn da? Eins, zwei, Oh, die eins, Wolle. zwei, drei, vier, fünf, Machen sechs, hier sieben, einen acht, Teich. Komm schon noch ein Tassin. Also wir müssen hier ein bisschen auffüllen, brechen wir es hier dass nochmal das kurz nicht auf. davon fließt. Eigentlich ist es egal, ob es davon Mal fließt. irgendeinen anderen Block rein. Denn Oder ich was da auch gut würde am ausschauen würde, Vorher machen. was da auch gut ausschauen würde, wäre Eisenblock. Eisenblock. Schauen wir Okay, dann machen wir mal. den Vorher. Dann haben wir Unterbrechung, das ist aber noch halbwegs der gleiche Farbton. Bin ein kleiner Chaot. Okay. Ja, ich denke schon. Ich muss mir nämlich genau überlegen, wie ich die Rundungen hier mache, damit es abgestützt ist. Durchgehend. Aber es wirkt dann schon ganz schön. So, und jetzt aber die Holzaxt. Erster Punkt. Irgendwo haben wir da Kopie. Da ist es. Kopie. Und diesen hier, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Ist halt die Frage. Drei. Jawohl. Eins. Achso. Oder auch nicht. Und wir haben wieder mal das Standbild. Das wäre dann. Nein. Könnten wir da einmal setzen? Okay. Da? Machen wir ein kleines Fensterle. Falsch. Kommt auch nicht gut rüber. Besser. Gut, und jetzt sollte man das Ganze noch ein bisschen beleuchten. Durchgezogen bis unten. Okay, und dann das hier ran. Mal schauen, ob ich klug genug bin, das zu kopieren. Interessant. Drei. Drei, fünf Ja. mit vier. Dann stehen sie Wo? sehr weit auseinander. Wir könnten natürlich auch alle zwei einsetzen. Habe ich jetzt echt nicht erinnern. Nicht so dämlich. Aber ich habe das gar nicht runtergezogen.
Setzen wir alle zwei. Eins, zwei. Das können wir dann ja auch probieren, wie wir es schon gelernt haben. Und sich's gemerkt hat. Immer nur, es geht ja nur ums Merken. Aber da bin ich dann immer schon woanders und an den nächsten Gedanken. Das ist. Ja. Und jetzt, das wird aber nicht das Ganze kopiert, sondern. Setz mal hier eine. Wird einmal das unten zugemacht. Also ist ja ein nettes Loch. Werden wir auch noch eine Beleuchtung setzen. Damit man es genau, dann wäre das nicht gleichmäßig. Schaut, glaube ich, ganz gut aus. Auch ganz gut Glaube, ausschauen. du musst immer Spur lauter reden, weil ich dich nicht immer verstehe. Ja, ich murmle gerade mit mir Ich selbst. merke, du murmelst einfach. Du bist ein Murmeltier. Pinguin, das Murmeltier. Würde aber auch zum Wetter passen. Ja, das stimmt. Wenn man da rausschaut, wird man murmelig. Anbein das Murmeltier. Nein, es ist wie immer mein Problem. Es werden ja mittlerweile auch schon die bemerkt haben, die uns länger folgen. Die paar Ja. wenigen. Dass immer, wenn ich herumdüftle, beginne mit mir selbst zu brabbeln und man hört dann, mir fällt es ja selbst auf. Man hört in den Videos dann kaum noch irgendwas, was ich da von Brabbeln mir gebe. ist süß. Ja, schon. Wenn ich um 40 Jahre jünger wäre, dann wär brabbeln süß. Also ungefähr schon, ja. Gut. So, vor allem auf YouTube, glaube ich, ist es eher weniger interessant. Aber es ist momentan halt ein sehr Herumdüfteln, wie wir es aufbauen. Bei der Tibra merkt man, die erzählt da viel mehr dabei. Ich denke mir das Ganze, wie ich es haben will, und erzähle eigentlich gar nichts, was ich mache. Das heißt, das ist ein bisschen ein Stummfilm auf meiner Seite, der da abläuft. Ja, das ist, die Frauen sind eben kommunikativer. Ja. Das ist, hat mit Wissensaustausch zu tun. Mit den Diskussionsrunden, mit den regelmäßigen, ne? Ja, genau. Genau. Ja, die gibt es bei uns eher weniger. Wobei bei euch ist ja der Tetratsch, bei uns wären es ja die Diskussionsrunden, ne? Nein, 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 ganz so ist es nicht. Also ich habe regelmäßige Diskussionsrunden bei einer Wasserpfeife mit Freundinnen. Okay. Das weißt du aber. Ja, schon, aber ich würde das nicht Diskussionsrunde nennen. Oh, doch, wir sind sehr kreativ, wirklich. Vielleicht Kommunikationsrunde. Ist Nein, es schon. ist sicher Diskussion, ja. Sehr wichtig. Die Qualität der Diskussion, über die können wir jetzt noch diskutieren. Drei Nein, es ist eine sehr Worte. nette Freundin, eine sehr liebe. Genau. Sitze auch ab und zu dabei. Immer wieder Na schau. unterhaltsam. Na, ist wirklich so. Wir tragen etwas Wesentliches bei. Zu? Zum Ja, so zum Umfeld und Ah, okay. Unterhaltung. Zum Umfeld. Okay. Nicht lachen. Nein, würde ich mir nicht So, erlauben. ich merk's. Aber ich stehe dazu.
Ach Gott, ich bin wieder in Standbilder rein rausgeflogen. Wie mache ich das? Wie mache ich das? Ah, so mache ich das. Auch eine Axt, eine Holzaxt, eine Holzaxt. Mein Gott, sie hat's. Ja, genau. Wo ist sie? Ich habe sie. Was denn? Die Holzaxt. Ah, die Holzaxt, Mhm. ja. Ja, und ich glaube, wir sind weit über der Zeit. Mir zeigt es eigentlich Ja. gerade 30 Minuten an. Ich habe es aber jetzt selbst auch übersehen. Ich würde mal Okay. sagen, wir machen hier kurz einen Cut und dann geht's weiter bei unserer Baurunde. Alles klar, bis dann, Bis ciao. gleich. Ciao.